this is Diane from Beefhead Videos. We're calling to let you know that the video you returned was a copy of one of our video titles. The best of raunchy amateur interviews too. You didn't seem to copy the whole tape though. It ended 2 minutes into the middle of the first interview. Anyway, please be sure to return the original tape you borrowed. Thank you. Good morning, Mr. Touchdown. Are you on the throne again? Please wire us the money now. Jo, danke. So, 450.000 Landsquid Birdrider Dollar brauchen wir jetzt schon. Das ist echt nicht wenig. Ich hoffe, dass wir jetzt auch schon coole Jobs haben, die uns schnell viel Geld bringen. Wie viel haben wir jetzt? 28. Naja, immerhin. Moment mal, das stimmt gar nicht. Ich brauche nicht... Ich habe noch eine Null dazu gedacht. Es sind 100.000. 100.000er Schritte, nicht 10.000er. Aber vorher müssen wir erstmal wieder alles abklappern, natürlich. Erstmal ins Fitnessstudio, in die Videothek, zur Laserschwertfrau. Auch wenn ich nicht weiß, ob es da noch Upgrades gibt jetzt. Mal gucken. Travis, how's business? Nein, Videos haben wir alle momentan. Sparen wir Geld. Sehr gut. Ehrlich gesagt freue ich mich wirklich. Einerseits will ich alles haben natürlich, was es in Upgrades gibt und so. Gleichzeitig freue ich mich jedes Mal, wenn es kein Upgrade gibt, weil das heißt, wieder Geld gespart und weniger Nebenjobs machen müssen. Schauen wir gleich mal noch zur Laserschwertfrau. Bei der was Neues gibt. Aber ich denke nicht. Aber wer weiß, vielleicht so ein Upgrade, so ein optionales. Wo ist denn der Eingang bei der? Hey, don't lay a single finger on anything. Ah, tatsächlich. Was haben wir denn hier? Power-Up 2. Power-Up Part für das Tsubaki MK2. Exchange to Crystal Heart inside the Beam Katana with purer crystals. Greater increase the output. Also, mehr Power für unsere Waffe nehmen wir. Und wann haben wir hier noch mehr Energie? Dann hält's länger. Add a motherboard to the Beam Katana itself. Increase energy efficiency. Perfekt. Gut. Tschüss. You otaku. Ich bestell mal unser Moped. Da, komm da. Hui. We're all friends, but shit like this won't fly. Danke. Damn it. Ich hab das Auto gestreift und die Kontrolle verloren. So schnell kann's gehen. Don't try this at home. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder. So, dann schauen wir mal, ob es neue Moves gibt. Zumindest können wir wahrscheinlich wieder trainieren und unsere Lebensenergie und unseren Schadensoutput minimal erhöhen. Genau, dann machen wir das halt. Oh Gott,
Mir tut echt schon der Arm weh davon. Ich mach's jetzt ein bisschen chilliger. Ich hoffe, die Zeit reicht so. Weil so krieg ich's hin. Ohne, dass mein Arm abfällt. Ah, es könnte aber zeitlich knapp werden mit der Geschwindigkeit. Na, jetzt müssen wir, okay, über 30 sein. Dann schaffen wir es, glaube ich. Ich kann ja am Schluss nochmal ein bisschen, die letzten drei power ich mich nochmal aus. Okay. Okay. Oh. Das Spiel ist so bekloppt. Sehr gut. Sudalam. Dann können wir jetzt... Ich wollte noch eine neue Jacke kaufen, oder? Komm, fahren wir in den Klamottenladen. Für die Top 3 können wir uns nochmal neu einkleiden. So teuer ist das schon nicht. Oh, Mülleimer. Cool. Nur steckt jetzt mein Motorrad hier irgendwie fest. Gut. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Oh oh, das ist vielleicht gar nicht gut. Ich glaube, ich steck fest. Habe ich gerade eine Sprinttaste entdeckt? Ich glaube, ich spinne. Ich habe eine Sprinttaste gefunden. Das ist zwar cool, aber ich stecke jetzt hier trotzdem wirklich fest. Ah, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Button-Mashing. Nix geht über Button-Mashing, wenn sowas passiert. Ich hätte gehofft, dass ich durch die Mauer glitsche, aber das ist noch besser. Ich habe echt eine Sprinttaste. Hey, dann könnte das Graffiti-Minispiel nochmal, ne, wenn ich da auch sprinten kann, ich bin mir nicht sicher. Auf B bleiben. Aber ich glaube, ich habe das versucht. Ich glaube, bei dem Graffiti-Minispiel hat das nicht funktioniert. Aber ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Kaufen wir die teuerste Jacke, die es gibt. Ich glaube, das T-Shirt, das behalten wir, oder? Was gibt es denn noch für neue T-Shirts? Oh, es gibt einige neue, Mensch. Wo waren wir denn stehen geblieben? Keine Ahnung. Ich glaube, die kenne ich alle noch nicht. Das Anarchy-T-Shirt passt natürlich super zu dem Spiel und überhaupt. Moonwalk. Der Knuckles I Love Chainsaw ist auch ziemlich gut. You say Psycho like it's a bad thing. Control Disorder. Raw Meat. Grasshopper Wrestling. Sehr schön. Like Satan's. Big Boom Bob. Box. War without honor, Cat. Also, ja, okay, das hat gewonnen. Wir kaufen das Catfight-T-Shirt. Perfekt. Oh, nehmen wir die Blutspritzerhose. Ich würde schon sagen. Oh, ich gebe so viel Geld für den Blödsinn aus. Es ist schlimm. Und einen Gürtel in den Farben von Santa Destroy natürlich auch noch. Das tut im Geldbeutel weh.
So viele nervige Minispiele, die wir jetzt machen müssen, deswegen. Aber das war's wert, finde ich. Take care now, brother. Das hilft nichts. Da müssen wir durch. Bis zum nächsten Stream habe ich vielleicht ein bisschen Geld zusammengegrindet. Ich glaube, heute kriegen wir nicht mehr genug zusammen. Aber mal schauen. Mal schauen, was wir jetzt an neuen Jobs haben. Vielleicht sind die super duper mega lukrativ. Man weiß es nicht. Mit den 100.000 Geld pro kurzen Run-Job da, diese 100 Gegner töten, hat man eh jetzt ganz schnell eigentlich Geld zusammen. Moment mal, fahre ich richtig? Nein, absolut nicht. Gut. Da müssen wir eher lang. Okay, dokili. Jobcenter, ich komme. Bin gespannt, was jetzt noch kommt als neuer Job. Of course, ma'am. I have not mastered secret of first class yet. Miau, miau. Capture the escaped cats. Use some Foxtail Grass to attract the cats. Also ich soll Foxtail Gras, was auch immer das ist, benutzen, um die Katzen anzulocken. 3000 pro Katze. Na, schauen wir mal. This job is for you. Don't forget. Ja. Ja, schau. Eine Katze habe ich schon eingefangen hier. Ganz ohne Foxgrass. Ja, Hallöchen. Ich glaube eher, die Katze hat mich eingefangen. Kater, wir müssen mal schauen, wo wir hin müssen. So. Hallo. Miau. Ich verstehe es nicht wirklich. Die ausgesprochenen Regeln von Center Destroy. Denk ein bisschen mehr wie eine Katze. Miau. Du musst diese Katzen finden, bevor sie anfangen, Sachen zu machen. Ich liebe Miau-Katzen. So sehr, dass ich anfange zu miauen. Miau viele von ihnen. I go crazy. Ich werde verrückt, wenn eine von den Süßen ausreißt oder so. Wenn du Katzen magst, dann reich mir deine helfende Pfote. Die Götter der Gott der Katze rollt sich fröhlich schnurrend umher. Suche nach ihnen. Okay, Katze, ich muss jetzt nach Katzen suchen. Du musst jetzt kurz ein bisschen weggehen, bitte. Capture the cats that have fled into the town. Use some foxtail grass to attract them. Na, werden wir schon sehen, wie das funktioniert. Ich kann hier wirklich auch sprinten. Verdammt. Ja. Das ändert alles, dieser Sprintknopf. Hallo, Katze, was ist los mit dir? Miau. 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 Das ist wenigstens eine schöne Mission. Da kann man mit kleinen Kätzchen spielen. Was gibt's? Oh, ich habe auch noch das perfekte T-Shirt für diese Mission. Ich bin ja top vorbereitet. Na, Katze. Miau.
Oh nein, ich hab mich verdrückt. Ah, ich dachte, ich muss immer den gleichen Knopf drücken, aber stimmt gar nicht. Was, du bist ein Geisterleckerbissen, hä? Wie soll ich denn das verstehen? Ah, mach's gut, Chillcon. Ciao. Sehe ich jetzt erst. Wenn du noch da bist, dann tschüss. Oh Gott, Kätzchen. Was schreit es denn so? Schnell, Katze. Schnell, wir haben nicht mehr viel Zeit. Cool, wir haben alle Katzen. Na, eine ist uns entwischt. Aber sonst... Naja, mein Gott, gibt Besseres. Oh, war eine schöne Mission. 4 Runden Phasmophobia und 3 davon gehaunted. Das kenne ich gar nicht. Das sagt mir nichts. Okay, wir haben einen neuen Auftragskiller-Job. Den können wir heute auch noch machen. Oder einen davon, man kriegt ja immer gleich mehrere. Schauen wir mal, ob ein guter dabei ist. Das ist ein bisschen nett, dass man hier wenigstens immer gleich direkt vor das K-Entertainment Center geschickt wird. Das sollten die öfter machen, so schnell reisen. So, was haben wir denn da? 2 neue, glaube ich. Den hatten wir schon. Kill all targets. All other details will be a nice surprise. Aha. Reward, it's a secret. Okay, das klingt interessant. Kill as fast as you can. Enemies are armored with live ammo. Armed with live ammo. Mission ends when all targets are dead. Na gut, aber das... Klingt interessant. Der Extreme Fight. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt. Aber wenn die Belohnung eine Überraschung ist, kann ich was nicht nein sagen. Das müssen wir jetzt machen. Naja. Mein Sprungrad dreht durch. Out. Entschuldigung, Auto. Zum Glück haben die hier stabile Autos in Center Destroy. Hier wird zwar viel destroyed, aber die Autos nicht. Niemals. Dass ich die Sprint-Taste nie gefunden habe. Aber eigentlich ist das halt der Angriffsknopf. Der Kick-Knopf. Das ist komisch. Na dann. Das Schwert ist so bekloppt. Ich bin echt gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Oh nein. What a pain.
Alles spiegelverkehrt, oh Gott. Aber das kriegen wir hin. Es ist nur echt ein bisschen verwirrend. Das geht schon. Das war ganz, ganz harmlos eigentlich. $70,000 für eine Minute, ne? Das geht. Das lasse ich mir eingehen. Aber warum dann da steht, dass meine Belohnung eine Überraschung ist, wenn ich einfach nur $70,000 krieg? Sagt halt einfach, dass ich $70,000 krieg. Aber gut, ist cool. Das ging jetzt so schnell, da können wir gemütlich die andere Mission auch mal noch machen, die wir jetzt bekommen haben. Mal schauen, wie viel Kohle wir da zusammenkriegen können. Hello. Na, schauen wir mal. Das könnte super nervig werden, wenn alle mit Waffen, mit Schusswaffen bewaffnet sind. Aber schauen wir mal. Man kriegt viel Geld pro Kill. Wenn da viele Gegner sind, kriegen wir viel Geld. Pro Kill. Aber es könnte nervig werden. Schon wieder hier. Go! What a pain! You're a joke! Ist das jetzt das gleiche nochmal nur ohne Spiegel verkehrt? Dann ist es auch gar nicht so schlimm, dass die Schusswaffen haben, ehrlich gesagt, weil... Ich dachte, da sind ganz viele um mich rum und sind super nervig. Aber so ist es eigentlich alles chillig. Ende. Cool.
Das war nicht schwer. Und, wie viel kriegen wir? Oh ja, oh ja, hey, wow. Nicht ganz so viel wie für den Töte 100 Gegner Job, aber der geht so schnell. Das lohnt sich. Nice. Wenn man nur nicht dauernd hin und her fahren müsste. Bitte, bitte, bitte. Gebt mir. Kann irgendwer das Spiel modden, dass man eine Try-Again-Taste kriegt? Eine Rematch-Taste. Eine Straße zu früh, verdammt. Nein, ich dachte, das kann ich umfahren. Ah, das ist alles. Das kostet so viel Zeit hier. Tja. Hallo. Machen wir den nochmal. Der war ganz gemütlich und bringt echt viel. May you find your overpass? 450 brauchen wir, ne? Müssen wir schon ein paar Mal machen, leider. Das Ganze hilft ja nichts. Wenn nicht der Weg hin und zurück länger wäre als die eigentliche Mission, ne? Wie sieht es denn gleich nochmal aus auf unserem Konto? 21. Wenn ich das jetzt nochmal mache, haben wir knapp 30. Dann müssen wir es noch gut zweimal. Also insgesamt noch dreimal die Mission und dann passt es auch. Dann haben wir das Geld auch ungefähr zusammen. Halb so schlimm. Ich vergesse immer eine Null. Wenn ich sage 30, meine ich 300. 300.000, nicht 30.000. Aber solange mir das nicht bei meiner Steuererklärung passiert, ist alles okay. Das Spiel bräuchte für solche Passagen so einen Zufallsgenerator. So Roguelike-mäßig. Das wäre gut. Aber das bräuchte jedes Spiel, finde ich. Ist immer gut. Na, Sesam, öffne dich. Ich passe nicht durch die Tür. Sind ein bisschen dick geworden anscheinend. Wenn ich die ganzen Goldmedaillen noch verkaufen könnte, die ich da einmal kriege, das würde erst was anbringen. So, genau, über 300.000 jetzt, das ist gut. Eine Runde machen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht noch zwei. Vielleicht dann hätten wir das Geld, wenn wir dann am Dienstag weiter streamen. Hätten wir alles zusammen, was wir brauchen. Die Moneten, die Kohlen. Mal gucken.
Travis, welcome. Hallo, ich möchte doch nur bitte die Mission einfach noch ein paar Mal machen, gnädige Frau. May you find your overpass? Entschuldigung, da war ganz schön viel Verkehr gerade. Gerade noch so durchgekommen, irgendwie hier. Nein! Durch den Turbo ist das Motorrad ein bisschen steil in die Kurve gegangen. Ich wollte Zeit sparen und das habe ich jetzt davon. Das kommt davon, wenn man abkürzen will. Nichts Gutes. Da. Los jetzt, Travis, Beeilung! Dass die sich einfach komplett auflösen, wenn er diesen Move macht, diesen nach unten Stampf-Move, ist schon lustig. Ist ein komisches Kraftfeld. Ich glaube, die Hitbox von dem Gegner hat sich da nicht ganz aufgelöst oder so. Double the match kill. Schön. Oh, jetzt wird es echt ein bisschen monoton, ne? Aber wir machen das jetzt natürlich noch schnell einmal und dann haben wir es hinter uns. Einer geht noch. Ich meine, um die Uhrzeit, da darf man eh ein bisschen gemütlicher spielen. Halt, stopp! Was haben wir denn da? Einen geschlossenen Müllcontainer. Not on my watch. Ja. Aha! Schon besser. Na schau. Gleich wieder ein bisschen extra Geld verdient. Nicht die Welt, aber Geld ist Geld. Mein Gott, hätte ich mit dem Sprinten viel Zeit sparen können in dem Playthrough bisher. Naja, so viel auch wieder nicht. Bisschen aber schon. May you find your overpass? May you find your hovercraft? Hat sie das gerade gesagt? Was will ich denn mit meinem Hovercraft? Ein Hovercraft wäre schon cool, aber ich wusste gar nicht, dass ich eins habe.
Okay. Letzter Run. Aber die Quests bringen jetzt wenigstens schon echt viel Geld. Das ist schon gut. Das dauert viel zu lange, aber ich mach's trotzdem manchmal gern. Ja, aber heute aber schießwütig, ne? Das war die letzten Male nicht so. Der Move ist schon lustig. What is happening? Gut. Lup. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Geschafft. War doch gar nicht so schlimm. Fahren wir zum Geldautomaten und machen uns bereit für die nächste Mission. Tada! Okay, wunderbar. Das ist ein guter Punkt zum Schluss machen, wollte ich gerade sagen. Aber wir müssen sowieso noch in unser Apartment, sonst können wir gar nicht speichern. Also, was rede ich da? So, das wäre geschafft. War gar nicht so leicht. Class. Right. You go ahead and do that. Thanks. Your next opponent is a witch. She lives in this abandoned place called Speed City. Die ist cool. Travis? Don't die, okay? Oh, auf den Kampf freue ich mich schon. Aber erst am Dienstag leider. Aber die ist super cool. Der Kampf ist ein bisschen anders und crazy und ja, ist was Neues. Aber die ist wirklich cool. Gespeichert. Speichern wir lieber nochmal, weil, ne? So, Leute, dann machen wir jetzt aber Schluss für heute. Oh, schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich gefreut. Es war mir wieder mal ein Vergnügen. Ich freue mich echt jetzt schon auf die Top 3, die noch vor uns steht. Ob wir die am Dienstag schaffen? Mal schauen. Und dann starten wir auch schon mit dem zweiten Teil. Wenn wir mit dem ersten durch sind, natürlich. Und auf den bin ich auch schon sehr gespannt und freue mich auch schon echt drauf. Und vermutlich werden wir dann tatsächlich, denke ich mal, weil so schnell wird der dritte Teil jetzt nicht kommen, Travis Strikes Again noch reinschieben, solange es halt notwendig ist oder solange es geht. Aber... Ah, wartet mal, es stimmt ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, nächsten Dienstag ist ja Patreon-Stream. Da spielen wir natürlich erstmal Mario. Ist eh ganz klar. Das heißt, übernächsten Dienstag geht's erst wieder mit dem vielleicht Finale von No More Heroes weiter. Also dann, macht's gut. Gute Nacht zusammen. Schlaft gut.
Ihr habt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao.